macht er denn da? Der sprüht sich voll. Wollt ihr das sehen? Wir gucken uns das jetzt mal an, was Maxim da macht. Soll ich mal ein Feuerzeug anmachen? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wollen wir alle mal sehen. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Ich habe das Gefühl, dass es jede Woche so ist, oder? Ja, aber es passiert ja auch jede Woche im Moment ziemlich viel. Es passiert jede Woche richtig viel. Ihr seht, wir sind schon richtig schick gemacht, denn heute haben wir ganz, ganz viel vor uns. Auf der einen Seite geht es zur Rossmann-Messe mit Maxim. Ja, denn heute wird meine eigene Palette in Zusammenarbeit mit Luvia vorgestellt. Cool. Und danach... Und danach geht's heute zur goldenen Kamera mit It Cosmetics. Da freue ich mich persönlich auch wirklich sehr, sehr drüber. Denn ich glaube, ich verdiene einfach auch wirklich einen Preis. Ne? Also wenn ich so drüber nachdenke, was ich schon alles getan habe für die Gesellschaft, für die Tierheime, für dich. Ja, das muss auch mal belohnt werden. Stimmt. Und da ist so eine goldene Kamera für mich genauso richtige, denn ich finde auch meine aus Plastik gar nicht so toll. Nee. Also ich möchte schon ganz gerne eine goldene Kamera haben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich sagen, schaut euch dieses Video an. Und ihr werdet sehen, das ist nicht das einzige Highlight. Oh. Guten Morgen. Es ist jetzt, glaube ich, 6 Uhr und der Maxi macht sich gerade fertig und ich muss mich auch noch fertig machen, denn wir sind jetzt gleich auf der Rossmann-Messe. Da stellt Maxim seine neue Palette vor. Wobei, es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Und heute Abend sind wir bei der goldenen Kamera und dieser Vlog wird quasi uns dabei begleiten, wie wir bei der goldenen Kamera waren und was wir so erlebt haben und ob es uns gefallen hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Der Maxim, der wird auch gleich dazukommen, wenn er fertig ist. Und dann startet alles. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wobei ich eigentlich ja der Mann im Hintergrund bin, die Plus Eins. Ich bin eigentlich nur dafür da, Maxim zu unterstützen und für ihn da zu sein, wenn er mich braucht. Ansonsten habe ich keinen großen Part bei der ganzen Sache. Aber ich bin so mega stolz auf Maxim und freue mich. Und ach, der Tag wird heute bestimmt ganz besonders werden. So, Maxim ist jetzt mal ganz kurz ins Badezimmer gegangen. Und dann geht es jetzt schon los. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen 9 Uhr. Wir sind zurecht gemacht selbst. Ich habe heute ein Hemd und einen Sakko an. Ich mag das Hemd, aber ich verrate euch mein Geheimnis. Mir passt kein Sakko mehr. Ich weiß nicht, was da los ist bei mir. Ich glaube, ich habe so kleine Kobolde in meinem Schrank, die meine Hemden und meine Sakkos verkleinert haben. Wenn ihr auch so eine Kobolde in eurem Schrank habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde das nicht normal, oder? Aber ich habe mir auch überlegt, ich werde mir jetzt nicht eine neue Konfektionsgröße zulegen, sondern ich muss was anderes verändern. Vielleicht meine Essgewohnheiten. Partnerschaft macht dick, Leute, oder? Es ist furchtbar. Aber daran wird sich was verändern, das verspreche ich euch. Und ich werde mir mal was überlegen. Vielleicht gibt es eine Videotagebuchreihe, wo es darum geht, Danny beim Abspecken zu begleiten. Aber alles auf einer rein natürlichen Art und Weise. Denn man isst, was man isst. Was macht man, wenn das Haarspray alle ist? Man fährt ganz früh morgens zu Rossmann und hofft, dass Haarspray doch da ist. Ja, das ist unser Leben. Ich warte jetzt also gerade im Auto, während Maxim nach Haarspray sucht. Das kann halt passieren. Keine Ahnung, mir kann sowas tatsächlich nicht passieren. Aber ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht heute die Cappy mal zu Hause lasse, aber nö. So, ich glaube, dass der Maxim da gerade wiederkommt. Hat er Haarspray bekommen? Ich glaube, er hat Haarspray bekommen. Hallo. Hast du Haarspray bekommen? Ja, aber der ganze Laden war leer. Echt? Ist ja. Gut oder schlecht? Was macht er denn da? Der sprüht sich voll. Wollt ihr das sehen? Wir gucken uns das jetzt mal an, was Maxim da macht. Soll ich mal ein Feuerzeug anmachen? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wollen wir alle mal sehen. Bist du zufrieden? Besser. Besser? Ja. Ich hält's wenigstens. Soll ich mir auch was nehmen vom Haarspray? Brauchst du nicht. Warum ziehst du in deinen Mantel jetzt wieder aus? Warm ist. Es ist total kalt. Wir haben minus 10 Grad. Ich bin gleich minus 7 Grad kalt. Ich hab 10 gesagt. Hi. Weiter geht's? Ja. So, Leute. Hi. Wir sind zurück von der Messe, von der Rossmann-Messe. Wir sind echt kaputt. Wir konnten da leider nicht so viel filmen oder gar nicht filmen, weil es ist verboten, weil da ganz viele Produktneuheiten vorgestellt wurden. Deswegen gab es da keinen Vlog zu. Jetzt sind wir kurz in der Tiefgarage, weil wir müssen uns noch umziehen.
Wir müssen uns umziehen. Wir hatten eigentlich heute Morgen schon unser Outfit angezogen. Ja. Aber weder ich noch Danny fühlen sich so, dass man auf dem Red Carpet kann oder generell von anderen Menschen gesehen werden kann. Und deswegen waren wir nochmal einkaufen und haben zwei komplett neue Outfits gekauft. Und wir werden uns jetzt gleich hier im Auto bzw. in der Tiefgarage komplett umziehen. Du musst nur, glaube ich, die Oberteile wechseln. Ja. Ich muss... Also eigentlich nur Sack und die Weste. Das Hemd bleibt irgendwie das gleiche. Ja, ich habe komplett ein ganz neues Outfit gekauft. Ich sehe aus wie Nikita Dragon / Jeffree Star. Mir hat's gefallen. Ich habe das tatsächlich selber gesehen und... Danny hat's gefunden und normalerweise ist das nicht unbedingt etwas, was ich anziehen würde. Aber für den Red Carpet und für den heutigen Anlass zum Launch meiner Palette zur Verleihung der goldenen YouTube-Kamera und zu jedem anderen Anlass. Wie geht's dir denn, Schatz, mit der Palette? Jetzt ist die Aufregung tatsächlich so ein bisschen weg. Ich denke aber mal, es liegt daran, dass halt einfach schon die ersten Leute die Palette haben, bevor ich sie überhaupt veröffentlicht habe, offiziell. Denn Rossmann hat die Palette frühzeitig gelistet und Amazon auch, was nicht schlimm ist, sondern eher gut, weil die Leute wirklich die Chance haben, bevor sie ausverkauft ist, stimmt, die Palette zu kaufen, wenn sie sich dafür interessieren und danach suchen. Und das haben sie getan und dafür haben sie es verdient, die Palette auch zu finden, weil wir haben nicht viele Stückzahlen und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Leute, die richtig Lust drauf hatten, die kriegen sie dann jetzt selbstverständlich auch, beziehungsweise haben sie schon bekommen. Jetzt geht gleich mein Video online und ich glaube, dann bin ich richtig aufgeregt. Bekomme ich auch eine Palette? Ich habe hinter uns, ich glaube, 25 nagelneue Paletten für Familie, für Freunde, fürs Archiv. Fürs Archiv? Ja, fürs Archiv. Ja, da liegen auch meine Bücher. Ja. Da liegt alles. Da kommt alles hin, was wir jemals erschaffen, geschaffen, veröffentlicht haben. Möchtest du den Zuschauern noch deinen exklusiven Make-up-Car-Tipp zeigen? Was ist das für ein exklusiver Make-up-Car-Tipp? Na, weil du hier gerade heimlich dich im Auto geschminkt hast. Ach so, ja, ich habe mich hier gerade so ein bisschen geschminkt. Ich habe nämlich dummerweise, beziehungsweise Gott sei Dank, ein transparentes Puder mitgenommen und ein Pinsel. Und ich sehe jetzt ein bisschen aus wie... Wäre das für euch eine interessante Videoidee? Maxim macht sein Make-up im Auto? Ja. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber nicht in diesem Auto. Das in meinem Auto? Ja, dann ist es hübscher und sieht ein bisschen aesthetically pleasing beim Fahren. Aber beim Fahren. Genau, das heißt, die Kamera würde befestigt werden und ich fahre und konzentriere mich auf den Verkehr, während du dich schminkst. Ja. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Idee. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das wollt und like das Video. So Leute, wir sind jetzt endlich umgezogen. Das war das erste Mal, dass ich mich im Parkhaus umgezogen habe. Echt? Ja, und ich glaube, die Leute haben bestimmt gedacht, was haben die denn jetzt gemacht? Aber bei mir hat sich nicht viel verändert. Ich habe jetzt einen Sakko und eine Weste an. Ich habe tatsächlich keinen Einteiler an. Das sind zwei Teile, wo oben und unten gleich ist. Sieht geil aus. Ich habe ein Video gemacht für Instagram. Love it. Ich fühle mich noch so ein bisschen extra. Das ist halt kein Outfit. Aber du bist extra. I know. Aber das ist auch für mich ein bisschen viel. Das ist kein Outfit, was man mal eben random so auf der Straße anziehen würde. Aber zu goldenen Kamera. Zu goldenen Kamera und zum Release der Palette und so ist das schon aufmerksamkeitserregend. Ja, und du wirst auffallen. Gott sei Dank. So Leute, wir sind jetzt angekommen und laufen jetzt direkt dahin. Ist es da hinten, ne? Genau, ist gleich hier ums Eck. Wir haben Gott sei Dank einen Parkplatz gefunden. Wir haben Glück gehabt. Und ja. Dann geht's los.
So Leute, wir sind jetzt da. Ich glaube, man wird mich eh nicht so gut verstehen wegen dem Ton. Es ist so mega voll schon, aber wir haben so viele coole Leute getroffen. Es ist echt eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank erstmal an It's Cosmetics, die uns eingeladen haben und natürlich auch an YouTube, dass sie so ein geiles Event organisiert haben, was ich persönlich richtig geil finde. Es gibt hier einfach wirklich so viele freundliche, nette Leute, die total zuvorkommen sind. Wir fühlen uns mega wohl, oder Maxim? Voll. Mega, richtig schön. Es ist mir wirklich mega, mega gut. Und die Location, also ich kannte das Kraftwerk jetzt noch nicht, aber es ist eine so, so krasse Location. Sie ist so riesig einfach. Ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen. Leute, die Party ist gerade voll am Abgehen. Ich kann hier gar nicht so viel vloggen, weil erstmal A, es ist so laut, B, es ist so voll. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass sie mega, mega viel Spaß haben und ganz, ganz großen Dank an YouTube. Es ist so genial hier und die Nominierungen und die Preisverleihung ist jetzt schon vorbei und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wir saßen ganz weit vorne und ich muss wirklich sagen, ich bin total aus dem Häuschen, so, keine Ahnung. Es ist so eine mega Veranstaltung. YouTube hat so viel aufgefahren. Bombe. Oh mein Gott, bin ich kaputt. Ich bin over. Was war das für ein mega krasser Tag? Wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen, also zu Maxim. Und im Hintergrund seht ihr meinen Sakko zusammengeknüllt liegen, Maxims Jacke. Maxim hat sich sogar schon umgezogen. Wir sind wirklich kaputt. Es war eine mega Veranstaltung. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Dann an It's Cosmetic und an YouTube für dieses tolle Event. Wir waren nach der Bühne schon noch ein bisschen da und sind dann aber nach Hause gefahren. Denn wir sind wirklich schon seit 4, 5 ja, auf den Beinen und wir sind wirklich, wirklich durch. Wie hat es dir gefallen? Es waren so viele Eindrücke heute, dass ich zwischendurch teilweise das Gefühl habe, dass es gar nicht real ist heute. Ja, habe ich auch gedacht. Weil als dann diese Kapelle in die Verleihungshalle, in dieses Theater kam vorhin, da habe ich total Gänsehaut bekommen. Und war cool gemacht. Ich habe total Tränen in die Augen bekommen, weil das Ganze so surreal war, so, meine Palette ist heute gedroppt. Ich war bei sämtlichen Events. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Wir sind Platz 1 bei Amazon. Ich bin mit Danny bei der goldenen Kamera eingeladen. Und das alles an einem Tag. Das ist so viel an einem Tag gewesen. Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Ja, das konnte mein kleines Gehirn und mein kleines Herz nicht verkraften. definitiv. Also ich bin auch ein bisschen... Ja, ich bin froh, dass es überall Kaffee gab. Also das Red Bull, ja, sponsor us, please. Das hat wirklich mir ganz gut getan. Und wie viele liebe, tolle Leute wir kennengelernt haben und wie viele tolle Leute uns unterstützen, das müssen wir auch einfach mal an dieser Stelle wirklich ganz klar sagen. Ohne die Zuschauer wären wir nicht da, wo wir heute waren. Und irgendwie hat sich die goldene Kamera, auch wenn wir natürlich keinen Preis bekommen haben, für mich wie so eine kleine Feier persönlich angefühlt. So. Also ich meine, YouTube hat was ganz, ganz Tolles dort auf die Beine gestellt. Und irgendwie war das nicht nur eine Ehrung für alle, die in irgendeiner Form diese Preise bekommen haben, sondern es war eine Ehrung für jeden einzelnen Content-Creator, der sich wirklich auf YouTube ja richtig viel Mühe
gibt und da er YouTube dieses per Stream übertragen hat, konnte jeder andere YouTuber und jeder andere Zuschauer Teil von dieser ganzen Geschichte werden. Und ich persönlich bin total stolz auf dich, dass du das alles so krass gut gemacht hast. Und ich bin stolz auf mich, dass ich im Januar in dein Leben dazugekommen bin. Ich freue mich auch. Um dich bei diesem Projekt einfach mit zu unterstützen. Und ich glaube, keine Ahnung, ich persönlich glaube ja auch echt an Schicksal. Und das hängt alles irgendwie ein bisschen mit zusammen. Und ich bin jetzt froh, mich gleich an dich zu kuscheln. Ja, ich auch. Und dann schlafen zu gehen. Einfach den Tag auslaufen lassen. Ja. Nochmal so ein bisschen eine Revue passieren lassen, noch ein paar Nachrichten. Ich habe, glaube ich, 400 offene Nachrichten bei Instagram gerade. Morgen ist ein neuer Arbeitstag und das Leben geht weiter. Wir würden uns jetzt verabschieden. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr uns auf diesem ganzen spannenden, aufregenden Tag begleitet habt und dabei wart. Ja, es war wirklich eine mega tolle Erfahrung für mich und wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Sonntag. Mal. Tschüss. Ciao.